Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich einen Poncho stricke, und zwar einen Sommerponcho. Für diesen Poncho habe ich mir einen Modalbobbel ausgesucht, und zwar aus Dagis Bobbelwelt. Dieser Bobbel hier hat die Nummer 50. Er besteht zu 45% aus Modal, 40% Polyacryl und 15% Polyamid. Und er ist vierfädig, das heißt, es liegen vier einzelne Fäden hier nebeneinander. Empfohlen ist dieser Bobbel für Nadelstärke 3 bis 4 und ich werde ihn stricken mit Nadelstärke 3,5. Den Link zu Dagis Bobbelwelt, zu dem Shop, in dem ihr diesen Bobbel hier bestellen könnt, wenn ihr möchtet, werde ich unter dieses Video hier in die Kommentare pinnen. Und mir wurde dieser Bobbel hier für dieses Video von Dagis Bobbelwelt zur Verfügung gestellt. So, was braucht ihr noch für diesen Sommerponcho? Wolle, Garn natürlich, dann die üblichen Strickutensilien, Schere, Maßband, ein Reihenzähler, Maschenmarkierer und dann eben eine Stricknadel. Und ich habe mir hier, oder das ist eine Rundstricknadel, damit arbeite ich ganz gerne, ca. 80 cm lang mit Nadelstärke 3,5. So, um jetzt zu wissen, wie viele Maschen ich benötige, mit wie vielen Maschen ich beginne bei meinem Sommerponcho, ist es wichtig, dass ich eine Maschenprobe mache und in dem Fall sogar zwei Maschenproben, und zwar einmal im Perlmuster. Das ist dann unten für das Bündchen und für den Rand. Und dann noch zusätzlich eine Maschenprobe im Mustersatz, den ich euch dann später noch genau zeige und erkläre. Denn da ist doch ein ziemlich großer Unterschied an den Maschen, die man benötigt. Ich möchte diesen Poncho so circa 90 cm breit stricken und in der Maschenprobe oder anhand der Maschenprobe im Perlmuster konnte ich dann ablesen, dass ich auf 10 cm 18 Maschen benötige. Und dann habe ich dann 18 mal 9 gerechnet, weil ich ja 90 cm Breite haben möchte. Und das sind dann für das Perlmuster unten 162 Maschen. Im Mustersatz brauche ich auf 10 cm 14 Maschen. Und da habe ich dann 14 mal 9 gerechnet und das sind dann 126 Maschen, die ich auf 90 cm brauche. Aber dazu komme ich dann später nochmal, nur schon, dass ihr zu Beginn einfach diese Maschenprobe macht und dann seht, wie viele Maschen ihr benötigt. Es geht ja erstmal mit dem Perlmuster los. So, jetzt dieser Mustersatz, den ich dann später stricken werde, der muss teilbar durch 10 sein. Und mit dem Perlmuster, mit dem ich beginne, dazu brauche ich eine ungerade Maschenzahl zu Beginn. Und ich hatte ja ausgerechnet hier, dass ich mit 90 cm, dass ich auf 90 cm 162 Maschen brauche. Und es soll ja jetzt eine ungerade Maschenzahl sein, mit der ich anfange im Perlmuster unten mit dem Bündchen. Und deswegen werde ich jetzt 161 Maschen anschlagen.
Gut, dann mache ich mir hier jetzt erstmal eine Schlaufe. So. Und schlage jetzt 161 Maschen an. So. Und wenn ich das gemacht habe, dann melde ich mich gleich wieder. Gut, das habe ich jetzt also gemacht. 161 Maschen hier angeschlagen. Ungerade Zahl deshalb, ich möchte mit einer rechten Masche anfangen und mit einer rechten Masche auch aufhören. Deswegen möchte ich bei diesem Perlmuster, vielmehr bei dem kleinen, das ist ja das kleine Perlmuster, das ich stricken werde, mit 1 rechts, 1 links versetzt. Deswegen möchte ich beim kleinen Perlmuster die ungerade Maschenzahl, damit ich, wie gesagt, vorne mit einer rechten Masche beginne und hinten mit einer rechten Masche aufhören kann. So, dann geht das jetzt mal hier mit der ersten Reihe los. Also da stricke ich die erste Masche rechts und die zweite Masche dann links. Und dann wieder rechts und links. Immer abwechselnd. Eins rechts, eins links. In der ersten Reihe jetzt. Im kleinen Perlmuster. Die erste Reihe habe ich jetzt beendet. Und die letzte Masche hier war eine rechte Masche. Und jetzt kommt die zweite Reihe. Reihe und die fängt auch wieder mit rechts an. Also rechts und dann links und dann rechts und links. Immer jetzt versetzt zur Vorreihe, also da wo eine linke Masche war, wird jetzt eine rechte Masche gestrickt und da wo eine oder wo hier eine rechte Masche zu sehen ist, wird jetzt eine linke Masche gestrickt. Also hier jetzt auch in der zweiten Reihe rechts, links im Wechsel und die letzte Masche muss dann auch wieder eine rechte Masche sein. Gut, ich habe jetzt 8 Reihen im kleinen Perlmuster gestrickt, also diesen kleinen Rand hier unten. Und jetzt werde ich mit dem Mustersatz beginnen. Bevor ich jetzt mit dem Mustersatz mit der ersten Reihe beginnen kann, muss ich noch schauen, ich muss einige Maschen abnehmen. Denn im Perlmuster hatte ich ja auf 90 cm 162 Maschen errechnet. Ich habe dann 161 Maschen genommen, damit ich dann auch mit einer rechten Masche aufhören konnte am Ende der Reihe. Und im Mustersatz, der jetzt kommt, brauche ich auf 90 cm 126 Maschen. So, und dieser Mustersatz braucht aber eine Maschenzahl, die teilbar durch 10 ist. Und das heißt, ich gehe hier anstatt auf 126 Maschen für 90 cm, nehme ich dann 130 Maschen für 90 cm. Und wenn ich von den 130 Maschen muss ich dann schauen, bis zu den 161, die ich ja jetzt im Moment auf der Nadel habe. Das sind dann 31 Maschen Differenz, die ich jetzt in der ersten Reihe vom Mustersatz abnehmen werde. Gut, für die erste Reihe, die jetzt kommt,
für den Mustersatz. Für die erste Reihe brauche ich jetzt zwei Maschenmarkierer, denn ich werde zu Beginn und am Ende der Reihe 5 Maschen im kleinen Perlmuster stricken. Fange ich direkt mal an. Rechts, links, rechts, links und rechts. So, 5 Maschen. Und jetzt setze ich mir hier einen Markierer. Und jetzt wird die komplette Reihe, die erste Reihe im Mustersatz, komplett links gestrickt, bis auf die letzten 5 Maschen, die dann wieder im kleinen Perlmuster. Und in dieser Reihe, nur in dieser Reihe, in der ersten Reihe nach dem Bündchen, nach dem Rand hier unten, nehme ich jetzt die 31 Maschen ab. Und zwar stricke ich dazu dann 2 Maschen links zusammen. Und nochmal 2 Maschen links zusammen. So. Das habe ich jetzt also gemacht. 31 Maschen hier in der ersten Reihe abgenommen. Und zwar habe ich jedes Mal die 4. und 5. Masche links zusammengestrickt. So, das hatte ich ja hier am Anfang gezeigt, ganz am Anfang der Reihe die ersten beiden links zusammen und dann immer die 4. und 5. Masche zusammengestrickt. Und nur hier ganz am Ende geht es nicht ganz auf. Da habe ich dann jetzt einmal die 3. und 4. Masche links zusammengestrickt. So, und jetzt habe ich hier noch diese 5 Maschen für den anderen Rand. Das heißt, ich setze mir hier jetzt auch wieder einen Markierer und stricke die letzten 5 Maschen hier in der ersten Reihe auch wieder im kleinen Perlmuster. Rechts, links, rechts, links und rechts. So. Die zweite Reihe jetzt im Mustersatz. So. Die Anfangsmaschen, die ersten 5 Maschen wieder im kleinen Perlmuster. Rechts, links, rechts, links und rechts. So, und jetzt in der zweiten Reihe vom Mustersatz werden alle Maschen rechts gestrickt. Nur rechte Maschen bis auf die letzten 5 Maschen, die dann auch wieder im kleinen Perlmuster. Also jetzt alle Maschen rechts bis zum Markierer und dann die restlichen 5 Maschen wieder im kleinen Perlmuster. Jetzt kommt die dritte Reihe vom Mustersatz. Die wird jetzt etwas komplizierter. Ich zeige es aber auch schön langsam. Also erstmal wieder die 5 Randmaschen hier. Ein kleines Perlmuster. Das bleibt immer gleich. Am Anfang und am Ende jeder Reihe. So. Und jetzt beginnt diese Reihe hier, die dritte Reihe, mit einem Umschlag, also einen Umschlag machen, dann 3 Maschen rechts stricken. So, und jetzt kommt ein doppelter Überzug. Das heißt, ihr hebt die erste Masche nur ab. Die nächsten beiden Maschen werden rechts zusammengestrickt. So. Und die Masche, die nur abgehoben wurde, wird jetzt darüber gezogen. So. Und jetzt wieder 3 Maschen rechts. 2, 3.
ein Umschlag und eine Masche rechts. Dann geht es wieder los mit ein Umschlag und drei Maschen rechts. Doppelter Überzug, das heißt die erste Masche nur abheben, die nächsten beiden Maschen wie zum rechts oder rechts zusammenstrecken, so Entschuldigung, und die abgehobene Masche rüberziehen. So, und wieder drei Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts und wieder der doppelte Überzug. Die erste Masche nur abheben, die nächsten beiden Maschen rechts zusammenstrecken und die abgehobene Masche über diese beiden zusammengestreckten rüberziehen. So, und dann wieder drei Maschen rechts. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Noch einmal zeige ich es. Umschlag, drei Maschen rechts, doppelter Überzug, erste Masche nur abheben, die nächsten beiden Maschen rechts zusammenstrecken. Ups, den habe ich nicht sauber bekommen. So. Und die abgehobene Masche überziehen. Drei Maschen rechts. Ein Umschlag und eine Masche rechts und so weiter. Jetzt in der dritten Reihe. Jetzt bin ich hier am Ende der dritten Reihe und möchte das hier aber auch noch mal zeigen. Also hier hatte ich den doppelten Überzug gemacht, dann 1, 2, 3 Maschen rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts. Und jetzt wieder ein Umschlag, drei Maschen rechts, der doppelte Überzug, erste Masche nur abheben, die nächsten beiden Maschen rechts zusammenstrecken, die abgehobene Masche überziehen, drei Maschen rechts. Ein Umschlag und eine Masche rechts. So hört diese Reihe hier bis zum Markierer auf. Und dann Markierer rüber und die letzten fünf Maschen wieder rechts, links, rechts, links, rechts. Die vierte Reihe ist wieder eine recht einfache Reihe. Zu Beginn wie immer die fünf Maschen im kleinen Perlmuster. So rechts. Und jetzt die gesamte Reihe, die komplette Reihe, linke Maschen strecken. Alle Maschen, auch die Umschläge, alle Maschen links strecken, bis auf die letzten fünf Maschen, hier den Umschlag auch links, den Umschlag links, alle Maschen links strecken, bis auf die letzten fünf Maschen in dieser Reihe, die dann auch wieder im kleinen Perlmuster. Die fünfte Reihe jetzt und ja, den Beginn und das Ende von den Reihen, das zeige ich jetzt gar nicht mehr, denn das ist immer gleich rechts, links, rechts, links, rechts, am Ende auch, ist immer gleich. Sondern ich zeige das jetzt jedes Mal nur nach dem Markierer. Also jetzt die fünfte Reihe geht dann los mit einer Masche rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts, zwei,
den doppelten Überzug. So. Zwei Maschen rechts. Ein Umschlag. Und drei Maschen rechts. Drei. Ein Umschlag. Zwei Maschen rechts, doppelter Überzug, so. Zwei Maschen rechts, ein Umschlag und drei Maschen rechts. Umschlag, zwei Maschen rechts und der doppelte Überzug. Und zwei Maschen rechts, Umschlag und drei Maschen rechts und so weiter dann. So, jetzt das Ende der fünften Reihe. Also hier habe ich wieder den doppelten Überzug gemacht. Dann zwei Maschen rechts, ein Umschlag und jetzt nur noch zwei Maschen rechts. So. Und dann wieder die Randmaschen. Gut, und die sechste Reihe ist wieder eine ganz einfache Reihe. Die sechste wird wie die vierte Reihe gestrickt. Auch wieder zu Beginn. Kleine Perlmuster. Und dann alle Maschen links. Die siebte Reihe jetzt. So, wieder die fünf Randmaschen und dann geht es hinter dem Markierer los mit zwei Maschen rechts, zwei, ein Umschlag, eine Masche rechts und den doppelten Überzug. Und jetzt eine Masche rechts, ein Umschlag und jetzt fünf Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ups, Moment, mich verheddert. Ein Umschlag, eine Masche rechts. Und den doppelten Überzug. So, nochmal. Eine Masche rechts. Umschlag. Fünf Maschen rechts. Zwei, drei, vier, fünf. Umschlag. Eine Masche rechts. Und den doppelten Überzug. Rechts, Umschlag, 5 rechts, 4, 5, Umschlag, 1 rechts und doppelter Überzug. Und jetzt auch wieder das Ende der siebten Reihe. Also hier war wieder der doppelte
Überzug und dann strecke ich noch eine Masche rechts, ein Umschlag und drei Maschen rechts. So, den Markierer rüber und wieder die Randmaschen im kleinen Perlmuster. Gut, und die achte Reihe ist wieder zum Entspannen, wenn es nicht gerade linke Maschen wären, aber naja, geht auch. So, erst wieder die Randmaschen und dann wieder alle Maschen links strecken in der achten Reihe. Die neunte Reihe jetzt, die vorletzte Reihe vom Mustersatz, die neunte Reihe. Also, hinter dem Markierer geht es dann los mit drei Maschen rechts, zwei, drei, ein Umschlag und den doppelten Überzug. Und jetzt ein Umschlag und sieben Maschen rechts. Also ein Umschlag und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Ein Umschlag und sieben Maschen rechts. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein Umschlag und ein doppelter Überzug. Nochmal. Umschlag, sieben Maschen rechts. 3, 4, 5, 6, 7, Umschlag und doppelter Überzug. So. Und hier jetzt auch wieder das Ende der neunten Reihe. Hier, das ist der doppelte Überzug gewesen, dann ein Umschlag und dann kommen hier jetzt noch vier rechte Maschen. So, wieder die Randmaschen im kleinen Perlmuster. Und dann kommt jetzt, hier geblieben, jetzt nicht beeilen, das muss nicht sein. Moment. Dann kommt jetzt die zehnte und letzte Reihe vom Mustersatz und die Anfangsmaschen wie gehabt, die ersten fünf Maschen im kleinen Perlmuster und dann wieder alle Maschen links in der zehnten Reihe. Also der Mustersatz besteht aus 10 Reihen, wovon 6 Reihen doch relativ oder ja sehr einfach sind, weil sie entweder nur rechts oder nur links gestrickt werden, natürlich immer bis auf die Randmaschen und dann quasi 4 Reihen etwas schwerer sind, wo man dann ein bisschen Acht geben muss, die dann im Prinzip das ganze Muster ausmachen. Gut, also die zehnte, die letzte Reihe zurück mit linken Maschen und danach geht es dann wieder mit der
ersten Reihe vom Mustersatz los. Das ist dann eine linke Reihe, wird alles links gestrickt. Und in der zweiten Reihe vom Mustersatz wird dann alles rechts gestrickt. Und die dritte Reihe geht dann wieder so, wie ich euch das gezeigt hatte, mit diesem Muster hier direkt los oder weiter. So, ich habe jetzt ein ganzes Stück hier weiter gestrickt und zwar habe ich den Mustersatz hier für mein Rückenteil jetzt 17 Mal gestrickt, komplett bis zur 10. Reihe, den letzten Mustersatz, und dann habe ich in der ersten Reihe, also nach dem letzten Mustersatz, ihr müsst natürlich oder könnt gucken, wie lange ihr das Teil haben möchtet, aber nach dem letzten Mustersatz dann in der ersten Reihe habe ich die Randmaschen wieder im Perlmuster gestrickt und die restlichen Maschen links. Und jetzt in der zweiten Reihe, das ist jetzt die Abschlussreihe, habe ich die ersten Maschen, die ersten fünf Maschen wieder im Perlmuster gestrickt, im kleinen Perlmuster, wie gehabt. Habe dann den Markierer rausgenommen und rechte Maschen gestrickt. Also die fünf Maschen Perlmuster und dann noch 35 Maschen rechts, sodass ich hier jetzt 40 Maschen auf der Nadel habe. Und die mittleren 50 Maschen jetzt werde ich abketten. Und zwar stricke ich dazu eine Masche rechts und die zweite Masche rechts und dann steche ich durch beide Maschen durch, hole mir den Faden und ziehe ihn durch. So, habe ich eine Masche hier abgekettet. Jetzt stricke ich wieder die nächste Masche, steche durch beide Maschen durch, hole mir den Faden und ziehe ihn durch. Nochmal. So, durch beide durch und den Faden holen. Das war jetzt die dritte Masche. Und ich mache das Ganze ein bisschen fester. Also der ganze Poncho ist ja doch relativ locker gestrickt. Und hier diese Maschen, die ich hier abnehme, mache ich etwas fester, damit es einfach einen schöneren Abschluss gibt. So, und ich nehme jetzt 50 Maschen hier in der Mitte ab. Oder kette, nein, ich nehme sie nicht ab, so, ich kette 50 Maschen ab. So. So, das habe ich jetzt also gemacht hier, 50 Maschen abgekettet, ein bisschen fester, damit es einen ordentlichen Abschluss hier oben gibt. Und jetzt die restlichen Maschen stricke ich wieder relativ locker rechts. Das sind dann hier auf dieser Seite auch wieder oder auch nochmal 40 Maschen bei mir. Also die ersten 40 Maschen stricken, dann 50 Maschen abketten und jetzt die restlichen 40 Maschen auch noch mal rechts bis auf die Randmaschen, die werden wie gehabt, Moment, nicht beeilen, bin gleich da, im Perlmuster gestrickt. So, da habe ich diese Reihe gleich. Oder die letzten Maschen vielmehr. So, dann hole ich mir den Markierer hier auch weg. Und diese letzten fünf Randmaschen wieder im Perlmuster.
im kleinen Perlmuster. Gut, das war das erste Teil. Und jetzt lasse ich die Arbeit ruhen auf der Nadel oder lege sie mir auf eine andere Nadel und fange mit dem zweiten Teil vom Poncho an, mit dem Vorderteil. Das zweite Teil habe ich jetzt auch beendet, das Vorderteil, und das habe ich kürzer gestrickt als das Rückenteil, als das erste Teil. Und zwar hatte ich beim Rückenteil ja 17 Mal diesen Mustersatz gestrickt und beim Vorderteil habe ich das jetzt nur 15 Mal gemacht, aber das ist reine Geschmackssache, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das Teil so lang stricken, wie ihr möchtet. Am besten einfach immer mal anhalten oben an den Schultern und dann schauen, wie lang es wird. Ja, und dann habe ich hier oben die Maschen, die ich ja hatte ruhen lassen auf den Nadeln, die habe ich hier mit dem Maschenstich verbunden. Ich werde den Link zu dem Video, in dem ich den Maschenstich genau zeige, hier unter dieses Video in die Kommentare pinnen. Da könnt ihr mal schauen, wenn ihr das auch so machen möchtet, denn da sieht man dann gar nicht, dass da überhaupt irgendwo eine Naht ist. Und falls ihr das nicht machen möchtet mit diesem Maschenstich, falls euch das zu kompliziert ist, könnt ihr diese Maschen hier oben an der Schulter natürlich auch abketten und dann ganz normal zusammennähen. Das ist euch überlassen. Ich, wie gesagt, finde es schöner, wenn man diese Naht so gar nicht sieht. Und ja, gut. Gut, jetzt werde ich hier an der Seite noch ein Stückchen zusammennähen. Das ist aber auch wieder ganz euch selbst überlassen, ob ihr das machen möchtet. Und zwar habe ich mir das Teil jetzt so hingelegt, dass Vorder- und Rückenteil hier genau übereinander liegen. So. Und ich möchte für die Armausschnitte so ungefähr 25 cm haben. Das zieht sich ja alles beim Tragen doch ganz schön. Und das sind bei mir nach 6 Mal diesem Mustersatz von hier oben, wenn ich da abzähle, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier habe ich jetzt mal den Faden so durch und mal ganz locker einen Knoten gemacht, nur damit er festhält. Und nun muss ich natürlich gucken, dass auf der Rückseite, dass das dann auch genau hinkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, stimmt. So, und dann verbinde ich diese Teile, indem ich sie ja locker zusammennähe. Und zwar schaue ich da immer, dass ich von Knoten zu Knoten stech. Bin ich im Bild hier? So. Muss nicht ganz exakt sein, aber ja, doch. So, und das mache ich von der linken Seite. Also die Arbeit ist jetzt auf der linken Seite. So, nicht zu feste ziehen das Ganze, damit da keine dicke Wulst entsteht. Ja, und dann immer so hin und her schlingen den Faden, gucken, dass er die Knoten da ein bisschen erwischt. So. Gut. Das Ganze, also diese Naht hier an der Seite, habe ich jetzt so über circa 20 cm gemacht. Über 5 Mustersätze
habe ich hier an der Seite ein bisschen ja, die Teile miteinander verbunden und wie gesagt schauen, dass es keine dicke Wulst gibt, ist sonst unschön. Und von der rechten Seite muss ich überhaupt erst mal gucken, hier sieht man so gut wie gar nichts. Gut, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachstricken. Bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss!